Ich begrüße Sie herzlich zur Fortsetzung des Kurses für Fortgeschrittene in Literaturrecherche mit PubMed. Das ist Teil 2. Mein Name ist Christian Appenzeller-Herzog. Das ist die Übersicht. Den Teil 1 haben wir hinter uns und den Teil 2 beinhaltet jetzt sehr viele Schaltungen live in die PubMed-Homepage rein, wo ich mit Ihnen das bereits erwähnte Suchbeispiel durchmachen möchte. Genau. Also es geht hier um die Live-Vorführung im Kurs. Das ist nochmal eine Folie, wo Sie das Suchbeispiel sehen. Also es geht um die Behandlungen von Depressionen, entweder mit Johanniskraut, das heißt Hypericum in der Fachsprache, oder mit Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, Serotonin Uptake Inhibitors. Gut, also Depression, Hypericum und Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Und das ist der Link zu PubMed, wo die Uni Basel, der Uni Basel Zugang zu PubMed quasi gewährt wird. Genau, ich gehe jetzt zu PubMed und ich gehe hier auf die Homepage. Genau, hier starten wir. Und ich möchte jetzt hier anfangen mit einer ganz, ganz einfachen Sucheingabe. Und zwar gebe ich jetzt hier einfach mal Depression ein, Depression auf Englisch. Das führt mich zu der Resultatseite. Wir haben mehr als eine halbe Million Treffer erzielt mit Depression. Die sind sortiert. In meinem Fall sind sie mit das Neueste zu Oberst sortiert. Man kann hier aber auch auf einen sogenannten Best Match, eine Best Match Sortierung schalten. Das ist auch die Standardeinstellung. Wahrscheinlich bei Ihnen würde zuerst Best Match kommen. Wir haben hier auf der linken Seite haben wir Filter. Da werde ich im dritten Teil dieses Videos darauf zu sprechen kommen. Und wir haben hier die Hits, die Titel, die Autoren, die bibliografischen Angaben in grün, die PubMed ID, das ist die einzigartige Nummer, die jeder PubMed-Eintrag kriegt. Mit der Nummer ist jeder Eintrag sofort zu finden. Und wir haben hier auch so kleine Auszüge oder Schnipsel aus dem Abstract-Text, wo man so ein bisschen abschätzen kann, ob das vielleicht etwas ist, das uns interessiert. Wenn ich jetzt hier auf so einen Titel klicke, dann komme ich auf die Abstract View. Die haben Sie vorhin schon gesehen. Wir haben hier oben die Full-Text-Links, wo ich etwas dazu gesagt habe. Dann kommt hier der Abstract-Text, der ganze Abstract-Text. Und wir kriegen weitere Angaben hier unten. Ich kann auch direkt quasi durch die Liste durchschalten, indem ich jetzt hier vom dritten zum vierten Hit gehe und zum fünften und so weiter. Genau. Weil das ein fortgeschrittener Kurs ist, werden wir uns aber hauptsächlich in der Advanced-Oberfläche aufhalten. Und ich schalte jetzt zu dieser Advanced-Oberfläche. Der Link dazu ist eigentlich immer links unter dem Eingabefeld. Und so sieht diese Advanced-Oberfläche aus. Sie sehen, dass man hier unten eine History hat, wo quasi alles, was wir schon bereits gesucht haben, aufgezeichnet wird. Die werden wir jetzt gebrauchen und ich werde Ihnen beibringen, wie Sie diese Advanced-Oberfläche gebrauchen. Zuerst möchte ich mit Ihnen auf die Search Details eingehen. Und zwar klappe ich die jetzt hier auf in dieser Säule hier zur Suche Depression. Und Sie sehen, dass da einiges passiert ist. Was hier passiert ist, das nennt man Automatic Mapping oder Automatic Term Mapping, ATM, wird es manchmal auch abgekürzt. PubMed nennt das auch Translations, also das heißt, mein Suchbegriff Depression wurde übersetzt. Ich habe jetzt hier nur mit einem Suchbegriff gesucht, deshalb ist, was hier unten steht, identisch mit dem, was hier oben steht.
Aber Sie sehen, dass verschiedene Wortvariationen gesucht wurden. Es wurde depressed gesucht, depressions im Plural, depression. Es wurde depressive disorder gesucht, depressively, depressiveness und so weiter. Alles Mögliche wurde gesucht. Und was auch gesucht wurde und automatisch gefunden, sind sogenannte Mesh-Terms. Es wurde der Mesh-Term depression gefunden. Es wurde auch ein zweiter Mesh-Term gefunden und der heißt Depressive Disorder. Lassen Sie uns das mal einfach uns so merken und ich möchte jetzt fortfahren. Und zwar suchen wir ja nicht nur nach Depression, sondern wir suchen eben nach dem Johanniskraut und den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern. Ich klicke jetzt hier auf Actions und ich sage Add Query und dann kommt eigentlich diese Suche, wie ich sie eingegeben habe, hier oben in die Query Box. Und ich möchte jetzt dazugeben Hypericum, das ist das Johanniskraut, und das zweite, wonach ich suchen möchte, ist Serotonin Uptake Inhibitors. Genau, ich gebe jetzt das wirklich ganz einfach ein. Ich nenne das Google-Style. Ich schreibe einfach alles in eine Zeile und ich gucke mal, was passiert. Wenn ich hier, das ist ein Split-Button hier, wenn ich auf Search klicke, komme ich wieder auf die, also mache ich quasi den Umweg über die Resultatanzeige. Ich möchte jetzt aber direkt auf dieser Advanced-Oberfläche bleiben und deshalb wähle ich den Befehl Add to History. Und Sie sehen, bei der Suche Nummer 4 haben wir jetzt hier deutlich weniger Treffer gekriegt. Das macht Sinn, weil wir haben mehr Pico-Elemente oder Konzepte miteinander verbunden. Wir kriegen 107 Treffer. Was mich jetzt interessiert, ist wiederum die Search Details. Gehen wir zuerst zu den Translations. Also wir haben Depression, das ist altbekannt, haben wir uns bereits angeguckt. Dann wurde Hypericum, wurde nicht großartig übersetzt, aber es wurde ein Mesh-Term identifiziert zu Hypericum. Und das Gleiche gilt für Serotonin Uptake Inhibitors, da wurde ein Mesh-Term identifiziert und es wurde nach dem Wort einfach gesucht. Und dann gibt es hier noch etwas über Pharmacological Action, auf das ich nicht im Detail darauf eingehen möchte, aber was auch ein Element dieses automatischen Mappings ist. Jetzt, was ich besonders betonen möchte, wenn wir hier nach oben gehen, ist, dass PubMed, obwohl ich einfach nur so einen formlosen Einzeiler eingetippt habe, hat PubMed doch die thematischen Zusammenhänge richtig erfasst und begriffen. Es hat die drei Konzepte, die wir eigentlich haben, hat es erkannt, hat es übersetzt und es hat diese Konzepte auch automatisch mit AND verbunden. Sie sehen hier am Ende des Depression, der Depression-Begriffe, die schön sauber eingeklammert sind hier, hat PubMed automatisch ein AND gesetzt. Dann kommt eine schön saubere Klammer mit den Suchbegriffen zum Johanniskraut, dann kommt wieder ein AND und dann kommt die Klammer mit den Serotonin Uptake Inhibitors. PubMed hat also intelligent erkannt, was wir suchen, wie es die Suchbegriffe kombinieren und einklammern soll und wo es die ANDs setzen kann. Das ist intelligentes Automatic Term Mapping. Was mir aber auffällt, ist, dass die Übersetzung des Hypericum-Terms jetzt nicht so wahnsinnig ausgeklügelt ist. Es hat einfach nach Hypericum gesucht und noch den Mesh-Begriff. Ich möchte da jetzt gerne manuell etwas nachkorrigieren. Ich klappe das wieder ein. Wie vorhin werde ich diese Query mir wieder oben einführen. Und Sie erinnern sich vielleicht von unserer Tabelle, die ich Ihnen eingangs gezeigt hatte. Es gibt neben Hypericum gibt es auch den Begriff St. John's Wort. Ich gebe jetzt das hier mal ein. Groß- und Kleinschreibweise macht übrigens keinen Unterschied. Ich schreibe St. John's Wort.
Und ich setze das in Klammern und Sie sehen, ich habe hier ein Boolean OR gesetzt. Also ich gebe jetzt PubMed an, Hypericum oder St. John's Wort soll gesucht werden und ich werde wieder danach suchen. Und Sie sehen, ich kriege anstatt 107 Treffer, kriege ich 116 Treffer. Das hat also etwas gebracht. Und wiederum schauen wir uns die Details an. Da ist jetzt einiges gegangen, also einiges ist auch gleich, aber wir haben natürlich das St. John's Wort neu dazu und Sie sehen, St. John's Wort wurde von PubMed auch auf den Mesh-Begriff Hypericum gemappt. PubMed hat auch nach dem Begriff Hypericum, also nicht als Mesh-Term gesucht, und dann nach den St. John's Wort-Begriffen. Man kann jetzt sagen, ja, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Also ich habe hier quasi Hypericum, da wird das übersetzt und hier kommt nochmals das Gleiche. Und man sieht das auch hier oben im String, da kommt ein AND und dann kommt Hypericum, OR und dann kommt nochmal das Gleiche, kombiniert mit OR. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Aber ansonsten war diese Suche erfolgreich, es hat mir mehr Treffer gegeben. Ich möchte jetzt da ein bisschen nachkorrigieren. Und zwar, was ich tun werde, ist, ich werde St. John's Wort werde ich in Anführungszeichen setzen. Man nennt das Phrasieren. Das heißt, ich gebe PubMed quasi den Befehl, wirklich nur nach dieser Phrase zu suchen. Ich gebe diese Suche wieder auf. Und Sie sehen, in der Trefferzahl gibt es keinen großen Unterschied. Aber es gibt in der, wenn Sie so möchten, Ästhetik, gibt es einen Unterschied. Wir haben jetzt nämlich in diesem mittleren Suchkonzept mit Hypericum, haben wir die Hypericum-Begriffe und dann noch die Phrase St. John's Wort dazu und dann geht es schon weiter mit Serotonin Uptake Inhibitors. Auf was ich hinaus möchte, ist, ich habe, indem ich diese Anführungszeichen hier eingesetzt habe, habe ich das Automatic Term Mapping ausgeschaltet. Das ist also eine Technik, Phrasieren ist eine Technik, um das Automatic Term Mapping auszuschalten. Und ich möchte da gerade noch ein bisschen dabei bleiben und ich schalte jetzt mal zurück ins PowerPoint. Ich möchte Ihnen drei Dinge zeigen, die Automatic Term Mapping ausschalten können. Und was Sie eben kennengelernt haben, ist Phrasierung. Also wenn ich eine bestimmte Wortfolge wirklich genau so und nicht anders gesucht haben möchte, das in Anführungszeichen setze, dann wird PubMed auch nicht damit irgendetwas Automatisches machen. Es gibt eine zweite Möglichkeit und das ist, dass ich nur in definierten Feldern suche. Das ist also die sogenannte Feldsuche. Und die dritte Möglichkeit ist die sogenannte Wortstammsuche oder man sagt eben in der Fachsprache auch die Trunkierung. Und das möchte ich gerne mit Ihnen jetzt angucken. Also ich möchte die Feldsuche und die Trunkierung mit Ihnen angucken. Ich schalte wieder zurück in die Advanced-Oberfläche. Und ich suche jetzt mal, zur Feldsuche möchte ich vielleicht sagen, jetzt rutschen wir da eine Box nach oben. Sie haben hier All Fields angegeben. Und wenn Sie dieses Dropdown-Menü anklicken, dann sehen Sie, dass es hier ganz, ganz viele Möglichkeiten von Feldern gibt, in denen man mit PubMed suchen kann. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie alles mit Ihnen durchgehen, sondern ich möchte den Fokus auf dieses Feld legen, auf Title Abstract. Warum? Ich möchte ein bisschen dabei bleiben. Meistens ist, wenn man eine Literatursuche macht und nachher hunderte oder ein paar tausend Hits hat, ist der nächste Schritt, den man macht, um sich das Relevante herauszuholen, ist ein sogenanntes Title Abstract Screening. Also um selbst festzustellen, ob das jetzt gute Hits oder relevante Hits oder irrelevante Hits sind, lese ich mir die Titel und die Abstracts durch und dann fälle ich die Entscheidung, ob der passt oder nicht. Und darum macht es auch Sinn, dass ich meine Suchbegriffe, nach denen ich suche, auch nur in diesen Feldern suche. Was könnte das Problem sein? Es gibt viele Probleme, wenn ich in All Fields suche.
Sehr häufige Probleme sind zum Beispiel die Adressen oder die sogenannten Affiliations. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Publikation von irgendeinem Institute for Depression Research gemacht wurde, dann heißt das noch lange nicht, dass das auch wirklich eine Publikation über das Thema Depression ist. Aber in der Affiliation schon, also im Adressfeld, steht das Wort Depression und dieser Hit wird gefunden. Das Gleiche gilt für Journal-Titel. Also es gibt Zeitschriftentitel, wo jetzt zum Beispiel einfach Depression drin vorkommt. Selbst wenn vielleicht der Artikel über irgendeine andere psychische Erkrankung ist und der jetzt halt in diesem Journal gelandet ist, wo Depression im Namen steht. Also da gibt es so ein bisschen eine Unschärfe, die dazukommt, wenn ich in All Fields suche. Gut. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich definiere die Felder Title Abstract und ich suche nach Depression. Wenn ich hier oben etwas eingebe, muss ich immer über diesen Add-Befehl gehen und Sie sehen, dass nachher diese Eingabe unten in die Querybox reingeht. Also quasi als Ersatz dafür, als dass ich es direkt hier eintippe. Und ich kann jetzt Add to History machen und Sie sehen, ich kriege hier etwa 350.000 Hits mit Depression. Title Abstract, vielleicht schnell verglichen mit Depression einfach so. Sie erinnern sich, da wird auch nach Depressivity und nach Depressed und nach den Mesh-Terms und so weiter, nach allem Möglichen gesucht. Da war es mehr als eine halbe Million. Jetzt kriegen wir sinnigerweise weniger Hits. Und was mir besonders wichtig ist, das Automatic Term Mapping wurde ausgeschaltet. Also ich suche wirklich nur nach Depression. Ich möchte Ihnen noch einen kleinen technischen Trick zeigen, wie eigentlich ich meistens suche. Ich gebe meistens die Kurzform ein. Das war auch das, was in PowerPoint, glaube ich, stand. Also Depression in eckigen Klammern TIAB. Und Sie sehen, dass damit dann genau das Gleiche herauskommt. Und auch da wird nicht gemappt. Also es wird genau die gleiche Suche daraus gemacht. Die Eingabe ist die gleiche. Okay. Die zweite Variante, wie man Mapping, wie man das Automatic, oder die dritte Variante, Entschuldigung, das war die zweite, war die Trunkierung. Ich gebe jetzt nochmal Depression ein und ich setze diesen Stern. Mit diesem Stern wird jetzt irgendetwas, mit dem dieses Wort fortgeführt werden könnte, wird gesucht. Und also allem voran ist das natürlich die Pluralform. We treated depressions with Hypericum zum Beispiel steht im Abstract. Es steht gar nicht die Singularform, steht nirgends. Dann würde das so abgedeckt werden. Wenn ich jetzt danach suche, finde ich gut 400.000 Hits. Und wenn ich mir die Details angucke, wird jetzt wieder in All Fields gesucht. Und es ist aber das Mapping ausgeschaltet. Das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. Der Stern schaltet das Mapping aus. Ich habe noch etwas vergessen zu Titel Abstract. Ich suche noch nach Depressive Disorders. Genau, in Titel und Abstract. Jetzt sucht es nach diesen Begriffen. Ich habe jetzt direkt die Pluralform eingegeben. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt, dass das gerade im Plural ist. Ich gebe es nachher gleich noch anders ein. Aber was Sie sehen ist, es wird auch automatisch phrasiert. Sobald ich eine Feldsuche mache, dann setzt PubMed Anführungszeichen und es nimmt diese Wortfolge so, wie ich es eingegeben habe. Und selbstverständlich kann ich die Feldsuche und die Trunkierung auch miteinander verknüpfen. Ich möchte das jetzt auch nochmal zeigen, und zwar indem ich hier einen Stern mache. Der Stern muss übrigens immer am Schluss kommen in PubMed. Das geht nicht anders hier. Und wenn ich danach suche, werde ich mehr Hits kriegen, weil ich jetzt eben auch die Singularformen mit dabei habe. Und es wird wiederum nicht gemappt.
Ich denke, nach Depression zu suchen. Ich gebe jetzt hier mal noch so verschiedene Varianten ein, dass ich hier Depression auch kombiniert mit dem Stern mache. Und ich kriege auch da, kriege ich dann ein paar mehr Hits als Depression im Singular, so wie ich das erwarten würde. Was ich denke, was fast am meisten Sinn macht, nach einem Textwort von Depression zu suchen, wir erinnern uns an, was PubMed alles automatisch gemappt hat, ist, dass man eigentlich nur nach Depress Stern, also dass ich den Wortstamm verkürze, weil dann ist depressive, depressed, depressiveness und so weiter ist alles mit dabei. Und je kürzer ich den Wortstamm natürlich wähle, desto mehr Hits kommen. Ich komme jetzt wieder fast auf 500.000 Hits, wenn ich im Titel Abstract nach depress suche. Gut, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgespielt mit Titel Abstract und so weiter. Auf was ich hinaus wollte, ist, damit kann ich das automatische Mapping von PubMed ausschalten. Jetzt, warum sollte man das überhaupt wollen? Was bringt das? Und ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Die Suche wird damit kontrolliert und auch reproduzierbar. Wenn ich als Sucher PubMed einen so definierten Auftrag gebe, dass PubMed wirklich das macht, was ich möchte, dann kann ich das auch reproduzieren und es ist kontrolliert. Mit dem Automatic Mapping ist das immer so eine Sache. Das kann nämlich wechseln. Das hat auch schon ein paar Mal gewechselt, jetzt seit wir diesen Kurs so aufgebaut haben. Und wir haben gemerkt, ja, wir müssen immer wieder flexibel sein mit was wir zeigen, weil irgendwann mal wurden irgendwelche Mesh-Terms, die mitgemappt wurden, wurden dann plötzlich rauskorrigiert, weil die doch nicht so gut passen und so weiter. Und es gibt Änderungen. Also ich kann die gleiche Suche eingeben, vielleicht ein paar Monate später. PubMed hat das Mapping angepasst und ein bisschen intelligenter gemacht, vielleicht verbessert, vielleicht verschlechtert, keine Ahnung was. Aber es ist nicht mehr das Gleiche. Wenn ich solche Techniken anwende, die eben das Mapping ausschalten, wie Phrasierung, Feldsuche oder Truncierung, dann habe ich eine kontrollierte Suche. Genau, das ist das, was wir Ihnen in diesem fortgeschrittenen Kurs beibringen möchten. Es gibt allerdings auch einen gewichtigen Nachteil. Sie haben gesehen, dass ich doch einige weniger Hits gekriegt habe als mit dem automatischen Mapping, wenn ich einfach nur das Wort Depression eingebe und PubMed sozusagen machen lasse. Und einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Mesh-Terms nicht mehr automatisch mitgesucht werden. Ich zeige Ihnen das nochmal schnell, einfach damit wir hier sicher vom gleichen sprechen. Als ich hier nur nach Depression gesucht habe, hat mir PubMed die Mesh-Terms Depressive Disorder und Depression hat es mir mit OR automatisch dazu gefunden und hinzugefügt. Und die sind natürlich weg, wenn ich jetzt hier oben so eine Suche mache und nur im Titel Abstract nach Depress suche. Genau. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich gerne mit Ihnen fortfahren möchte und Ihnen zeigen möchte, was denn diese ominösen Mesh-Terms eigentlich sind. MESH steht für Medical Subject Heading. Und MESH-Terms sind sogenannte Schlagworte oder man kann das auch einen Thesaurus nennen, das ist der Fachbegriff. Steht für eine Sammlung an hierarchisch gegliederten und standardisiertem Fachvokabular, das den Inhalt von Artikeln beschreibt. Ich habe Ihnen hier drüben so eine Baumstruktur gezeichnet. Das steht quasi für die hierarchische Gliederung. Also das Mesh-Vokabular ist aufgebaut in einer Baumstruktur, wo wir zum Beispiel hier Anatomie haben und dann haben wir hier verschiedene anatomische Strukturen und Feinstrukturen. Oder wir haben Krankheiten und dann haben wir hier Nervenkrankheiten und hier muskuloskeletale Krankheiten und so weiter. Irgendwie, also Sie verstehen das Prinzip. Ich vergleiche das gerne mit einer Videothek, dieses Mesh-Vokabular, das eben den
Artikeln von PubMed beigefügt wird. Ich komme gleich zurück auf dieses Beispiel. In der Medline-Datenbank werden neue Artikel von Fachexperten manuell mit solchen Mesh-Terms beschlagwortet. Man nennt das auch einen Indexierungsprozess. Und das ist jetzt eben sehr ähnlich wie in einer Videothek. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier oben Filme und dann haben Sie Filme für Kinder und Filme für Erwachsene. Und Sie haben hier lustige Filme und vielleicht erzieherische Filme oder Filme mit einem Lerninhalt für Kinder. Und dann bei den lustigen Filmen haben Sie animierte Filme und also bewegte Bilder, also gefilmte Filme, und bei animiert haben sie dann vielleicht gezeichnet oder computeranimiert, irgend so etwas. Wenn ich jetzt in die Videothek trete und ich sage, ich suche eigentlich nur nach den lustigen Filmen, dann werde ich automatisch auf diesen Ast quasi bewegt und die Videothek zeigt mir dann diese lustigen Filme für Kinder. Obwohl, das ist jetzt der springende Punkt, obwohl vielleicht in einem Titel eines solchen Filmes, den ich suche, da steht gar nicht lustig drin. Aber die Videothek hat diesen Film quasi in den Topf getan, wo eben die lustigen Filme für Kinder sind. Und das ist das Gleiche, was eben dieses Fachvokabular ist, das in der Medline-Datenbank den Artikeln beigefügt wird. Mit Mesh-Terms kann man also genau gleich wie in der Videothek passende, also das heißt spezifische Artikel finden. Und zwar egal, ob diese Begriffe wirklich von den Autoren auch verwendet wurden. Also ein Autor kann einen ganz anderen Begriff brauchen im Titel und im Abstract, aber weil das Mesh-Vokabular ein kontrolliertes Vokabular ist, nehmen die Indexierer eben den Mesh-Begriff und hängen es quasi diesem Artikel an und machen ihn damit einfach findbar. In unserem Beispiel bedeutet das, Depressive Disorder Mesh findet auch Artikel, in denen nicht Depressive Disorder steht, sondern vielleicht haben die Autoren von Melancholia geschrieben. Ich finde ihn aber, weil die Fachleute eben den Mesh-Term Depressive Disorder da dazu getan haben. Okay, und damit möchte ich wieder zurück zu PubMed gehen und ich zeige Ihnen gerne den Zugang zur Mesh-Datenbank. Das ist auf der Startseite von PubMed. Wenn ich ein bisschen runterscrolle, sehen Sie hier unten rechts Mesh Database. Ich werde die mir jetzt in einem neuen Tabulator öffnen und wir gelangen zur Mesh-Datenbank. Und ich suche jetzt hier in der Mesh-Datenbank, suche ich nach Depression wiederum. Ich gebe das ein und ich kriege hier einige Hits. Diese Hits sind jetzt alles Mesh-Terms. Also Einträge in diesem kontrollierten Vokabular. Sie sehen, ich habe Depression selbst, ich habe Depressive Disorder. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel die Wochenbettdepression, Postpartum Depression, eine chemische Depression, Inbreeding Depression, alles Mögliche, was eben passieren kann. Das kommt wahrscheinlich eher aus dem Tierreich, denke ich, und so weiter. Alles Mögliche, wo eben Depression drin vorkommt. Und man kann jetzt auf die Seiten dieser Mesh-Terms gehen, indem man auf diese Links klickt. Ich werde mir das jetzt in neuen Tabs öffnen. Ich öffne mir den Mesh-Term Depression und auch den Mesh-Term Depressive Disorder. Und ich möchte jetzt diese Seite mit Ihnen durchgehen. Unter dem Begriff selbst ist die sogenannte Scope Note, das ist übrigens der Text, der auch schon auf der vorigen Seite stand, wo eben beschrieben ist, was mit Depressive Order genau gemeint ist. Auf die Subheadings komme ich gleich zu sprechen und auch auf diese Klicks hier, die man machen kann. Hier kommen dann die sogenannten Entry Terms. Jetzt, was sind Entry Terms? Entry Terms sind Begriffe, wenn man die eingibt in PubMed,
dann wird das Automatic Mapping diese, also diesen Begriffen quasi den Mesh-Term zuordnen. Und wir haben das vorhin schon beobachtet. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber wir hatten in PubMed hatten wir St. John's Wort eingetippt und St. John's Wort hat den Mesh-Term Hypericum gefunden oder also quasi dazu gemacht und mit OR angehängt automatisch. Und der Grund dafür ist eben, dass St. John's Wort ein sogenannter Entry-Term vom Mesh-Term Hypericum ist. Das ist eine sehr gute Quelle, diese Entry-Terms, entschuldigen Sie, um vielleicht auch weitere Synonyme zu finden von einem Begriff, für den man Suchbegriffe suchen möchte. Dann, was ich auch Ihnen zeigen möchte, ist hier unten ist der Meshbaum. Das ist jetzt natürlich nur ein Ast des Meshbaums, aber Sie sehen, wir haben von allen Mesh-Kategorien kommen wir zu den psychiatrischen und psychologischen, in die psychologische Kategorie, dann zu Disorders, Mental Mood Disorder und da ist die Depressive Disorder darunter. Und Sie sehen, wir haben auch weiter darunter liegende Begriffe, zum Beispiel die Wochenbettdepression ist eine Unterkategorie von Depressive Disorder. Und es gibt auch noch andere. Wenn man mit einem Mesh-Term sucht, dann wird normalerweise alles darunterliegende gleich mitgesucht. Wenn ich also mit Depressive Disorder Mesh suche, dann wird automatisch auch nach diesen Mesh-Terms gesucht. Okay. Das ist auch ein Ort, wo man sich inspirieren lassen kann und man irgendwie merkt, ja, eigentlich ist mir das jetzt ein bisschen weit, Depression. Ich suche lieber nach einer bestimmten Art von Depressive Disorder, zum Beispiel nach Major Depressive Disorder. Man kann auch dort dann lesen, wie ist das beschrieben und sagt, doch, ich möchte meine Suche eingrenzen auf das. Gut, wie sucht man jetzt mit diesen Mesh-Begriffen? Dafür gibt es zum Beispiel diesen PubMed Search Builder. Und ich kann jetzt hier, wenn ich den Befehl klicke, Add to Search Builder, dann wird mir hier direkt der Befehl Depressive Disorder in den eckigen Klammern Mesh zusammengebaut. Ich kann den Befehl klicken, Search PubMed. Und nach einer gewissen Zeit kommt hier wirklich das Suchresultat, wo ich in PubMed gesucht habe. Ich möchte das Gleiche auch noch machen mit dem anderen Mesh-Term, mit dem Mesh-Term Depression. Übrigens möchte ich Ihnen noch zeigen, dass der hier bei dem in der Baumstruktur auf einem ganz anderen Ast liegt. Der liegt nicht bei den Mood Disorders, sondern das ist bei Verhaltenssymptomen, also Behavioral Symptoms. Dort ist Depression. Ist also etwas anderes damit gemeint. Und das kann man hier oben nachlesen im Scope Note. Also das ist, sind also von moderater Intensität sind diese depressiven Symptome, die jetzt hier mit diesem Depression Mesh Term gemeint sind. Ich kann aber auch danach suchen mit dem Search Builder und Search PubMed klicken und dann wird auch mit dem Mesh Term Depression gesucht in PubMed. Gut, wenn ich jetzt hier wieder auf den Befehl Advanced klicke, dann komme ich auch wieder zurück zu dieser altbekannten Oberfläche und Sie sehen, hier sind jetzt diese Suchen mit diesen Mesh-Terms, sind auch so quasi protokolliert. Gut, ich schalte zurück zum PowerPoint und ich möchte Ihnen zeigen, dass man solche Mesh-Suchen auch wunderbar eingrenzen kann. Es gibt sehr elegante Eingrenzungsmöglichkeiten. Und da gibt es drei. Es gibt Major Topic, Subheadings und Not Explode. Und ich möchte Sie gerne da hindurch führen. Zuerst Major Topic. Also wenn ich nach einem Mesh-Term suche, das ist hier rot gezeigt, ich habe Ihnen das bereits gesagt, wird alles darunterliegende wird mitgesucht. Genau.
Major Topic passiert das Gleiche, außer dass es nur auf Artikel eingegrenzt wird, bei denen der Mesh-Term quasi als Hauptthema indexiert wurde. Es ist so, dass die Indexierer nicht nur Mesh-Terms anhängen an Artikel, sondern dass sie auch bei gewissen Mesh-Terms sagen, das ist wirklich das Hauptthema und nicht nur ein Nebenthema des Artikels. Ich kann also, indem ich auf Major Topic eingrenze, noch passendere Literatur finden, wo quasi dieses Thema noch klarer beschrieben wird. Die zweite Eingrenzungsmöglichkeit sind Subheadings. Subheadings sind eine thematische Einschränkung. Sie haben hier ein paar Beispiele, zum Beispiel Diagnose oder medikamentöse Therapie, Drug Therapy. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Depressive Disorder suche und das Subheading Drug Therapy dazu nehme, dann suche ich wirklich nach Artikeln, wo es um die medikamentöse Behandlung von Depression geht und nicht zum Beispiel um ökonomische Aspekte, wie bei diesem Subheading Economics. Grafisch dargestellt können Sie sich das so vorstellen. Also quasi jeder dieser Mesh-Terms ist auch noch in kleine thematische Kuchenstückchen sozusagen aufgeteilt. Und wenn ich jetzt nach dem Subheading 1 suche, das zum Beispiel Drug Therapy ist, dann werde ich dann wirklich nur hier diesen hellgrünen Schnitz jeweils in der Suchmenge haben. Ich kann damit also sehr elegant die Suche und auch sehr einfach die Suche thematisch eingrenzen. Was waren die Subheadings? Und der letzte Weg ist das sogenannte Not Explode. In der Umgangssprache wird nämlich das Suchen quasi mit allen darunterliegenden Mesh-Begriffen wird Explode genannt. Und wie Sie grafisch sehen, wird mit Not Explode wirklich spezifisch nach diesem Mesh-Terms gesucht. In der Fachsprache bedeutet das Do not include Mesh-Terms found below this term in the Mesh-Hierarchy. Das ist ausführlich ausgedrückt, was Sie hier auf einen Blick sehen. Und ich möchte diese Eingrenzungsmöglichkeiten mit Ihnen kurz durchspielen in der Mesh-Datenbank. Ich werde mir jetzt nochmals drei Tabs mit diesem Mesh-Term Depressive Disorder werde ich mir öffnen. Und vielleicht können wir nochmal schnell im Advanced Search gucken. Also Depressive Disorder einfach ohne Eingrenzung gab gut 110.000 Hits. Und wenn ich jetzt sage, ich mache diesen Eingrenzungstrick 1, das ist Restrict to Mesh Major Topic, dann setze ich dieses Kreuz und ich werde wieder um hier den Search Builder brauchen. Das sieht jetzt leicht anders aus. Da steht Major anstatt Mesh in den eckigen Klammern. Und ich durchsuche PubMed. Dann werden das nicht mehr 110.000 Hits sein, sondern es sind nur noch gut 86.000 Hits. Ich habe also eingegrenzt. Der zweite Eingrenzungstrick sind Subheadings. Ich werde jetzt hier auf Diet Therapy und Drug Therapy werde ich eingrenzen. Ich wähle mir zwei Subheadings. Ich brauche wieder den Search Builder. Es wird mir hier der ganze String, der schon ein bisschen komplizierter ist, zusammengebaut. Und ich suche damit. Und auch damit kriege ich logischerweise weniger. Ich kriege jetzt 26.000 Hits. Und der letzte Trick war das Not Explode. Ich erinnere Sie daran, das bedeutet, dass diese darunterliegenden Mesh-Terms nicht mitgesucht werden. Und das ist dieses Kreuz hier. Do not include Mesh-Term found below this term. Und das hat sich wiederum hier leicht verändert mit diesem No-Exp-Zusatz. Und wenn ich damit suche, werde ich auch weniger Hits kriegen. Diese drei Eingrenzungstricks sind natürlich auch kumulierbar. Also Sie können ein Subheading und Do Not Explode und Major Topic können Sie miteinander anwenden und Sie werden damit auch weniger Hits kriegen. Genau. Okay, und das bringt mich zur ersten Übung.
Wie ich eingangs gesagt habe, werde ich Ihnen diese Übungen hier einfach so einblenden. Und wenn Sie als Videozuschauerin oder Videozuschauer die Übung machen möchten, dann drücken Sie doch jetzt auf Pause und versuchen Sie nebenan in einem anderen Fenster diese Übung zu lösen. Ich möchte Ihnen einfach hier die Lösungen gleich zeigen. Sie hätten jetzt bereits auf Pause gedrückt und ich schalte weiter. Und Sie sehen, dass Sie in diesem Beispiel, das übrigens die Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer sind, eben am meisten Hits kriegen, wenn Sie einfach uneingegrenzt suchen. Und natürlich kriegen Sie weniger Hits, wenn Sie hier die Eingrenzungstricks gebrauchen oder sogar miteinander kumulieren, wie bei D. Genau. Das sind die Hits, die ich gestern erzielt habe. Wenn Sie diesen Video zu einem späteren Zeitpunkt schauen, was Sie mit hundertprozentiger Sicherheit eigentlich tun werden, dann werden es mehr Hits werden. Das ist natürlich immer dynamisch und PubMed entwickelt sich weiter. Gut, wunderbar. Vorteile und Nachteile einer Mesh-Suche. Die Vorteile sind, dass thematisch passende Artikel wirklich gefunden werden. Sehr einfach. Und zwar eben unabhängig davon, welche Begriffe oder Schreibweisen im Artikel selbst wirklich verwendet wurden. Die Indexierung wurde durch Fachpersonal vorgenommen. Die stimmt also meistens. Es gibt praktische Eingrenzungstricks, die habe ich Ihnen gezeigt und da werde ich nicht mehr viel Worte darauf verlieren. Und wegen dem hierarchischen Aufbau des Mesh-Vokabulars sind Ober- und Unterbegriffe leicht zu finden. Also Sie können da auch, je nachdem, ob Sie zu viel oder zu wenig kriegen, vielleicht ein Niveau nach oben oder nach unten rutschen und weitersuchen und sich so inspirieren lassen. Es gibt auch Nachteile der Mesh-Suche. Und der wahrscheinlich gewichtigste Nachteil ist, dass die neuesten Artikel noch keine Schlagworte, also noch keine Indexierung haben. Zum Teil erst nach circa 3 bis 6 Monaten. Und das bedeutet, mit einer reinen Mesh-Suche verpasst man automatisch die neueste Literatur. Das ist etwas, was man je nachdem nicht möchte. Dann gibt es neue Substanzen oder neue medizinische Begriffe, die noch gar nicht den Eingang gefunden haben in das Mesh-Vokabular. Das Mesh-Vokabular wird einmal jährlich, wird das upgedatet, das ist immer im Dezember. Ja, und da kann es sein, dass es wirklich Dinge gibt, die noch gar nicht mit dabei sind. Es gibt aus verschiedensten Gründen auch Artikel, die gar nie indexiert werden. Also die würden nie gefunden werden. Und dann, obwohl Fachpersonal indexiert, es ist nicht immer einheitlich. Es sind manchmal komische Indexierungen vorgenommen und man denkt, ja, aber das müsste doch jetzt so und so indexiert sein und warum finde ich das nicht und so. Das kommt auch vor. Und wegen diesen Nachteilen ist es so, dass wenn man eine sensitive Suche, also gerade zum Beispiel für einen Systematic Review machen möchte, dann soll man Textworte und eine Mesh-Suche miteinander kombinieren. Gut, ich werde jetzt als letztes in diesem Advanced-Teil oder in diesem mittleren Video wollte ich eigentlich sagen, werde ich das noch mit Ihnen vornehmen. Ich werde versuchen, diese Mesh-Terms zu kombinieren mit den Textworten. Und eigentlich ist das ja auch das, was die automatische Suche von PubMed, ich erinnere zum Beispiel an solche Suchen hier, was die ja auch bereits schon gemacht haben. Also PubMed hat ja Mesh-Terms zusammen mit Textworten kombiniert. Und das ist das, was wir jetzt in einer kontrollierten Art und Weise vielleicht auch noch zusammensetzen möchten. Ich möchte jetzt eine Suche zusammenbauen von über Depression, also über das P-Konzept aus dem PICO. Und zwar, was ich hier miteinander kombinieren möchte, sind einmal die Mesh-Terms, nach denen haben wir schon gesucht. Ich suche jetzt nach dem Exploded, also ich möchte Depressive Disorder,
möchte ich haben. Das erscheint jetzt hier oben. Ich möchte den Meshterm Depression suchen. Ich klicke hier Add with OR. Und dann suche ich nach dem Textword Depress. Ich mache das auch mit OR dazu. Wunderbar. Und ich klicke hier Add to History. Und das gibt mir jetzt 520.000 Treffer. Genau, also ich bin schon fast da, wo ich mit dem Automatic Term Mapping gelandet bin. Ich kann allerdings auch noch weitere Textworte mit dazu nehmen und dann würde ich vielleicht noch mehr finden. Gut, ich möchte jetzt das Gleiche machen für die anderen Suchen. Und zwar, ich bin gar nicht sicher, ob wir das schon. Ich gebe jetzt das hier einfach ein. Und zwar gebe ich Hypericum ein und ich möchte das auch als Mesh-Term haben. Ich kombiniere das mit Hypericum als Titel Abstract Wort und das kombiniere ich noch mit, was hatten wir? St. John's Word. St. John's Word im Titel und im Abstract. Das ist jetzt so in ungefähr das, was wir so gerne hätten. Und das gibt meinen zweiten Suchblock. Das war das Intervention-Konzept. Jetzt kommt noch das Control-Konzept. Sie erinnern sich, das waren die Serotonin-Uptake-Inhibitors. Um das ein bisschen vielfältig zu gestalten, zeige ich Ihnen jetzt eine andere Art, wie Sie das tun können. Ich werde hier Mesh Terms eingeben und dann fange ich an zu tippen. Serotonin Uptake. Und dann erscheint es hier, weil PubMed das ja indexiert hat. Und ich klicke den Add-Befehl und komme auf Serotonin Uptake Inhibitors. Dann schalte ich hier auf Title Abstract. Und ich mache das jetzt faul, ich kopiere das schnell, mache das hier oben dazu und setze einen Stern für die Pluralform und sage hier Add with OR. Dann kommt das hier dazu als Textwort und ich suche danach. Genau, jetzt habe ich hier die Suchen 19, 20, 21, wo ich diese habe. Ich könnte die jetzt wieder über diese drei Punkte kombinieren. Ich möchte Ihnen aber noch etwas anderes zeigen. Man kann nämlich auch hier das so kombinieren, indem ich Nummer 19 tippe. Und jetzt tippe ich ein AND, weil ich das ja jetzt mit AND kombinieren möchte, mit der Nummer 20 und mit der Nummer 21. Und ich werde damit jetzt eine Suche erzielen, die mir 62 Treffer erzielt. Soweit, so gut. Man kann sich jetzt fragen, ja, aber wir hatten ja vorhin 116 Treffer mit diesem Automatic Mapping. Und wofür das Ganze? Ich möchte mich nochmals wiederholen. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist eine kontrollierte Suche. Wir haben eine kontrollierte Suche aufgebaut, die nicht auf irgendetwas Automatisches aufbaut, das über die Zeit dann auch ändern kann. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Google. Da können Sie auch heute etwas eingeben oder vielleicht in einem Monat und Sie kriegen ganz was anderes und wissen gar nicht so genau, warum. Genau. Aber es ist natürlich auch eine super schnelle Suche. Es gibt da noch ganz viele Synonyme und ich werde im dritten Teil werde ich darauf zu sprechen kommen, wie wir da vielleicht noch fortfahren können. Ich möchte jetzt hier abschließen mit einer Anwendung des Not-Operators, weil das ist etwas, was ich jetzt tun würde. Wenn ich jetzt hier sage, ja, hier bei der Suche Nummer 6 hatte ich 116 Treffer mit diesem Automatic Mapping. Und jetzt habe ich jetzt nach all dieser Arbeit, habe ich nur 62 Treffer. Jetzt möchte ich wirklich wissen, ja, was sind denn die zusätzlichen Treffer, die ich hier gefunden habe und sind die relevant für mich? Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich nehme diese Suche hier und ich werde diese Suche hier mit Not abziehen davon.
Und wenn ich diese Treffer jetzt angucke, dann komme ich auf diese 54 verbleibenden Treffer, die jetzt quasi zusätzlich gesucht oder gefunden wurden in der automatischen Suche. Und ich kann mir diese auch ansehen. Ich kann jetzt sagen, ich gucke mir die an, vielleicht sortiere ich mir die auch nach Best Match. Und dann lese ich die mal durch und gucke mir an, ob das auch wirklich sinnvolle Treffer waren und ob ich da wirklich noch an meiner Suche arbeiten müsste. Und das wäre definitiv der Fall. Mehr dazu im dritten Teil des Films oder des Vortrags. Und damit komme ich nämlich auch zum Schluss des zweiten Teils. Ich bedanke mich, dass Sie so lange dabei geblieben sind, und wenn Sie noch mehr erfahren möchten oder den ganzen Kurs besuchen möchten, dann klicken Sie sich noch in den dritten Teil rein. Vielen Dank.